Hallo und herzlich willkommen zum Trader Life Simulator Let's Test. Ein kleines Spiel aus dem Hause Unreal, also mit Unreal Engine, von den Machern Mohammed und Ahmed Kwasrawi. Also das kommt aus dem arabischen Raum, gibt es leider nicht in deutscher Sprache, aber ist in der Regel ein selbsterklärendes Spiel. Also es ist jetzt nicht so kompliziert, dass man sagt, ihr müsst hier Englisch-Chinesisch sein, das zu zocken, das kriegt ihr auch so hin. Wir schauen uns das Ganze mal an, in einer kleinen Testreihe. Und ich zeige euch mal ein bisschen was. Ich habe es schon mal angezockt, nur mal so zum Ausprobieren, wie funktioniert es. Aus dem Entwicklerhaus sind noch ein paar andere Spiele hervorgegangen. Factory Runner, oh, jetzt muss ich überlegen, Falafel, glaube ich, und irgendwas mit Vegetable, tralala. Die basieren eigentlich so auf derselben Idee und auch so vom Design sind die alle relativ gleich. So, wir schauen uns das ganze Geschehen hier mal an. Und wenn ihr möchtet, kann ich euch auch die anderen mal zeigen. Aber wie gesagt, so vom Spielaufbau sind sie relativ gleich. Es ist jetzt kein High-End-Game. Ich glaube, das ist sogar noch eine Early Access. So, wir starten in unserem Haus. Was relativ leer ist. So. Richtig leer. Okay. Na dann, schauen wir uns das Ganze mal an. So, da geht's runter. Hier ist ein Bad. Zumindest ein Waschbecken. So, wir müssen Toilette, Dusche und so weiter selber bauen, weil, wie ihr seht, unten rechts einmal urinieren, einmal Dirtness, also da müssen wir duschen, wenn das quasi steigt. Und der Hunger, das heißt, wir werden auch hungrig. So, ja, die Küche ist schon drin im Haus. Okay, den Rest müssen wir quasi selbst einrichten. Sehr schön. So, das geht nicht auf. Okay. Gut, legen wir mal los. Das Spiel wird am Anfang ein bisschen sehr viel erzählen. Ja, genau das meine ich. Ja, genau. Also es geht hier einfach nur darum, dass wir quasi unseren eigenen Shop eröffnen. Kleinen Supermarkt. Ja, das geht jetzt leider eine Weile so. Man kann hier nicht gleich wegdrücken. Also läuft erst dieser Counter ab. Aber gut. So vom Ganzen her ist das schon ganz nett gemacht. Also es ist ein Entwickler-Duo. Ja. Auto müssen wir auch reparieren. Geschwister-Duo, würde ich jetzt mal so grob behaupten. Und wir haben das Ganze hier auf die Reise geschickt. Schauen wir mal. So, wir fahren mal in die Stadt. Und gucken mal nach unserem Shop. Die Fahrengine, gut, das ist ja kein Fahrspiel, das ist sehr, sehr schmerzhaft, aber es ist ja auch kein Rennspiel. Die Bremsen des Todes! Oh, okay, gut, ich glaube, wir sollten unser Auto mal überholen lassen. Dauert ein bisschen mit Bremsen, ja. Wir suchen erstmal unseren Shop. Ihr seht, 500 Euro haben wir im Portemonnaie. 100 auf der Bank und darunter, das ist die Kreditkarte. Und da gibt es leider noch nichts. So, da ist schon mal unser Shop. Ich packe einfach mal so ganz frisch vor der Tür. So, ja, mit F hüpfen wir wieder raus, beziehungsweise mit F hüpfen wir ins Auto rein. So, so unser Shop. Der ist ziemlich leer. Unser Kassierer ist auch schon da. Wir haben quasi einen Angestellten. Ich kann euch jetzt nicht mal sagen, ob der Geld kostet. Das ist mir noch, habe ich noch gar nicht rausgefunden, aber da ist glaube ich erstmal egal. So, wir haben ein Inventory-Menü. Mit Q öffnen wir das. Und da haben wir jetzt hier zum Beispiel Regale, Laptop, Wand, einen Türrahmen, eine Tür, eine Toilette, ein Bett und einen Tisch. So, ich denke mal, wir nehmen wir das. Achso, die kann ich euch auch so zeigen. Okay. Den Laptop brauchen wir übrigens zum Speichern. Also wenn er, glaube ich, nicht gesetzt ist, können wir die ganze Show sicher nicht abspeichern. Eine Wand, eine Tür, ein Locus.
der übrigens sehr wichtig ist, weil irgendwann müssen wir pinkeln. Und das machen wir erst, wenn es soweit ist. So, Regal. Wie gesagt, auswählen, dann können wir es mit dem Mausrad drehen. Oder mit der linken Maustaste dann platzieren. Wir platzieren das jetzt einfach mal hier. Wir können das auch wieder ins Inventar reinschubsen. So, hier sind so unsere ersten Waren. Genau. Ja, sehr schön. Unsere erste Ware. Ja, genau. Da kriegt man Nachschub bei Jabba Shop. Sehr schön. So, darf ich jetzt? Okay, gut. So, mit der linken Maustaste nehmen wir das Kartönchen. Stellen das mal hier hin. Zack. So, und mit der, jetzt muss ich selber gucken, mit der F-Taste können wir das jetzt rausnehmen. In dem Fall sind das Windel. Irgendwo. Die stellen wir einfach mal hier in das Regal. Wir können das auch drehen. Und, also wir können das hier auch platzieren, ne? Wenn ihr sagt, ihr wollt es lieber so stehen haben. Dann können wir die ganze Geschichte natürlich auch ordentlich. Ich mache das jetzt nur erstmal. Ich stelle die erstmal rein. Und das sind immer verschiedene Sorten. Ja, schon. Dann kann man das ja, wenn das dann später sich zu einem riesen Supermarkt entwickelt, dann kann man das auch schön ordentlich machen. Und jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Kohle scheffeln. Dass wir hier vorwärts kommen. So. Das ist alles relativ schick gemacht. Ich habe schon so einen Spaß gemacht. Ich bin ja auch so ein King of Retail Fan. Also Nummer 1 habe ich selber 15 Jahre in Dänemark gelebt. Und das ist ein Spiel, das ist von einem dänischen Entwickler. Team. Und ja. Und wenn man so ein bisschen von hier nach King of Retail übernehmen könnte, wäre das natürlich eine mega geile Nummer. Weil der hat so ein paar Sachen, die mir bei King of Retail fehlen. Aber so gesehen, oh, es ist viel drin im Karton. So gesehen passt das hier schon. Also hier ist definitiv noch Luft nach oben. Aber wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Zurzeit könnt ihr das Game bei Steam für 16 Euro, für knappe 17 Euro, ob es das jetzt wert ist. Ja, ist doch gut. Ist schon eine Menge Kohle für so ein kleineres Game, aber wenn es den Entwickler unterstützt, und da bin ich eigentlich immer dafür zu haben, gerade solche Ideen, deswegen hatte ich mir das auch gekauft und zeige es euch hier mal. So, das ist Eistee. Okay. Genau, wir gucken uns das mal so ein bisschen an, was hier so möglich ist. Das ist halt ein bisschen Gefrickel mit so die Waren einzeln, aber irgendwie finde ich das auch cool, weil es ist nicht so schnell. So schön vor sich hin und machen und tun. Das ist Factory Runner vom selben Entwickler hier, das kommt dem sehr nah. Also da hast du halt, da handelst du halt mit Baumaterialien und Werkzeug, diesem, das und jenem. Ich hoffe, da kommt auch nochmal ein Update. Also, weil da könnte man natürlich auch noch viele schöne Sachen einfügen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal das an. Hier gibt es schon mal sehr viele schöne Sachen. Wir fahren dann auch nochmal zum Großhändler. Mal gucken mal, was der so zu bieten hat. Meine Güte. Wir können übrigens die Waren auch stapeln eigentlich. Doch. Eigentlich ging der. Ich will gleich nicht. Also wenn die auf dem Boden stehen, kann ich die stapeln. Moment. Stapeln wir da hin. Jetzt kann ich hier, also hier draußen. Okay. Oben drauf. So, dann muss eine letzte Kiste noch. Und dann müssen wir mal gucken. Ich denke, wir werden uns bei der Bank mal einen Kredit holen. Da können wir uns natürlich bis 1000 Dollar. Oh, Kaffee ist wichtig. Den stellen wir vorne. Ja, doch. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach so, Kaffee. Quatsch, ja. Ja, Kaffee würde ich jetzt aber. Kann ich mir dann auch noch einholen. Halt. Dass wir uns da ein bisschen mit Ware eindecken können. Denn die Kunden sind sehr anspruchsvoll. Habe ich schon gemerkt. Die fragen halt immer nach den Sachen, die du nicht hast. Und dann sind die sauer. Und naja, das wollen wir ja nicht. Ja. So könnte wirklich so schön die Regale bestücken. Das finde ich so mega geil. Das ist quasi.
Es wird nichts vorgegeben. Also du kannst es da hinstellen oder du stellst es von mir aus hier oben auf die Kasse oder so. Plupp, stehst du eben da. Fertig. Ja, alles klar. Unser Verkäufer. Aber verrät mir trotzdem nicht, was er hier für einen Stundenlohn hat. Und ich werde auch beim Antesten versucht, da kommt immer ein anderer. Also wir haben scheinbar eine ganze Riege an Verkäufern. Okay, wir machen den Laden jetzt mal noch nicht auf, weil wie gesagt, hoppla, wir haben noch nicht so viel. Wir laufen mal zur Bank. Übrigens, die Figuren hier oben rein finde ich. Ja. Finde ich total. Also einige sind ganz schön creepy. Aber auch lustig. Also wie hier zum Beispiel der Sicherheitsmann. Ne? Hallo? Kann man mit dem was machen? Nö. Kann man nicht. Er hier zum Beispiel, er sieht auch was, wenn er irgendwas geraucht hat oder wenig geschlafen. So, schauen wir mal. Mit F öffnen wir das Bankmenü. Wir können jetzt ja Geld hin und her transferieren oder wir können uns einen Kredit über 1000 Euro nehmen. Das machen wir auch gleich mal. Okay. Sehr schön. Fahren wir mal zum Großhändler. Ihr seht dann auch da unten, die Zeit läuft. Ich habe jetzt noch nicht rausgefunden, ob es bis 100 läuft. Also wir legen das mal drauf an und lassen es mal laufen. Hier können wir noch mit E unseren Autozustand, also wir haben 98%, 98% Treibstoff noch drin, 98 Öl und das Damage ist bei 99, also bei 0, denke ich mal, ist das Auto dann kaputt. Auch Autos können wir uns, können wir uns kaufen. Es gibt einen Fahrzeughändler, da können wir uns einen Pickup kaufen oder einen LKW. Der wird sicherlich im Verlauf des Spiels dann mal ganz interessant, denn wir müssen ja auch ein bisschen wegkriegen. Ja, hoppla. Ja, die Bremsen. Im Verlauf des Spiels ganz interessant. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Denn wir müssen auch ein bisschen Ware von A nach B kutschieren. Jetzt zum Händler. Nee, halt, das ist die Werkstatt. Noch nicht. Nein, halt. Komm zurück. Wir können das leider nicht. Also, wir können das Schulterblick ist gerade so möglich. Spiegel funktioniert leider nicht. Gut. So, okay. Okay, gut. Naja, wie gesagt, wir schauen uns das mal an. Die Parts werden so ungefähr 25 Minuten. Also, ich habe jetzt hier den Timer mal auf 25 Minuten gestellt. Ich denke mal, das ist auch okay. Und hier müssen wir rein. Hier müssen wir rein zum Großhändler. Das ist schon vom Prinzip her ist was mit der Wiege, oder hier. Ja. Vom Prinzip her ist das schon schön durchdacht, dass du halt die Ware einkaufen musst oder produzierst sie selber oder. Wie gesagt, es ist eine Alexis. Ui, ui, bremsen. Ne, stehen bleiben. So. Und schauen. Ja, ich weiß, das ist der Shop. Genau. Bei den kühlpflichtigen Produkten, ja, die können wir auch erst. Da brauchen wir so eine Kühltheke. Die haben wir ja noch nicht. Deswegen können wir uns erstmal nur auf sowas hier beschränken. So, wie machen wir denn das? Ich wollte mal fast sagen, wir nehmen von jedem meine Kiste mit. 37, okay. Eine Kiste Mehl. Zack. So. Sweet, das scheint Zucker zu sein. Starten wir mal ein bisschen dahin. Was auch immer das ist. Salz. 0. Und das sieht aus wie das. Das ist nochmal Salz. Nougatcreme, wichtig. Ganz wichtig, das jetzt nehmen wir auch mal weg. So. Machen wir auch schon mal Salz. Ich hoffe, wir kriegen das weg. Nudeln. Da. Hundefutter. Joghurt? Okay. Ah ja, was es so alles gibt. Toilettenpapier, Konserve, Müsli, Chips. Handseife.
Huch, das. Ah, okay. Das nehmen wir mal noch. Hier ist Reis, hatte ich nicht. Koffer und Reis. Ich glaube, das haben sie auch dann noch gefragt. Na, bist du? Zack. Bist du? Toilettenzeug. Ein bisschen aufs Geld gucken. Das sieht alles ganz gut aus. Papier. Also Küchenrolle. Öl, Fett, was auch immer. So. Jetzt einfach auf die was. So, auf Gedeih und Verderb. Ein bisschen Hundefutter. Komischen Joghurt. Ja. Zahnpasta, jawohl. Auch mit. Hm. Was haben wir hier? Biscuits, Biscuits gehen auch immer. Auf Tüte, gut. Karotten. Karottenchen? Hm? Kümmer. Bow. Oh, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ich sehe gerade. Die Kohle geht ein bisschen zur Neige. So, Cola noch, wichtig. Cola nehmen wir noch mit. Und Mais und Erbschen. Und das. So, ich weiß schon, wir kriegen das gar nicht alles weg. Das ist mal jetzt mal so. Okay, mal mit, klar. Bleiche. Waschmittel. Organic Circle, egal, sieht gut aus, genau. So, bisschen Kohle heben wir uns mal noch auf. Das Ding können wir unter. Ja, doch. Das Ding können wir auch benutzen. Okay. Jetzt muss ich mal gucken. Lass uns wieder los. F, alles klar. So, wir nehmen mal so ein Kartönchen. Könnte ich das jetzt einfach so aufstellen? Okay. Soll ich das Auto fahren damit? Hui. Das war ja ein Spaß. Tatsache, das geht. Na gut, das ist ein bisschen blödsinnig, aber es funktioniert irgendwie. So. Und dann gucken wir mal. Kriegen wir das auf? Oben da. Oh. Wow. Kann ich das rausnehmen? Irgendwo oben da, okay. So, gucken wir. Ja. Hallo. So. Oh, ich sehe. Okay. Kann ich das wieder oben aufstellen? Na jo. Warum nicht? Dann ist gleich verhaftet. Nehmen wir schon mal mit, was wir mitkriegen. So, oh. Und kutschieren den Spaß zu unserem Shop. Ich glaube, es gibt ja in dem Spiel noch ein Pickup. Ich glaube, dass dieses Fahrzeug im ersten Leben ein Pickup war, weil von der Beladung her könnte es was hinkommen. So. Gucken wir mal, wo wir sie quetschen können. Bär. Nee. 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 Oh, Moment. So. Aha. Oh, guck mal. Oh, wenn's geht. Tun wir das doch. Desto mehr wir wegkriegen, desto weniger müssen wir fahren. Hopp, hopp. Der passt noch oben drauf. Ich glaube, das war jetzt nicht der Plan. Aber egal, wenn es funktioniert und wenn ich es verlieren, bin ich dabei. Oh, ui, das war ja jetzt ein Megasprung. Zack. So. Das Funst. Schön. Ich weiß noch, bei dem Factory Runner war so ein Glitch, da konntest du Kartons ineinander stapeln, so viele wie du wolltest. Wow. So viele wie du wolltest. Und, dann natürlich und deine war was das ist doch ganz gut drauf. Nee. Das geht nicht. Oh ja. Kann ja nicht alles haben. Und da konntest du die Waren so schön ineinander stecken. Also, da
einen Karton gehabt und hast die da alle reingeglitscht. Aber das geht ja auch hier. Wäre halt schön, wenn man den ganzen Innenraum beladen könnte, aber wir beladen halt das da. Hopp. So. Ja. Na gut, ich denke einmal, wenn wir trotz allem noch. Na. Hopp. Na. Hopp. Oh. Okay. Ich denke mal, wir reizen das Auto jetzt bis zu seiner Schwarzgrenze. Zack. Hopp. Oh jo, auch ganz gut was weggekriegt hier. So. Ich glaube, mehr geht nicht. Egal. Gut. Nein. Steigen wir mal ein. Und wandeln mal zu unserem Shop und hoffen, dass wir ja nicht die Hälfte verlieren. Upsi. Es ist auch schon 20 Uhr. Na, schau mal an. So, ich glaube, Licht können wir auch anmachen unter LED-Light. Ja. Also wie gesagt, das Fahren ist gewöhnungsbedürftig, ein bisschen schwammig und bremsen tut der Bock auch ziemlich. So. Badabababa. Schon mal eingeleitet. Ich glaube, da stand auch die Polizei. Wenn ihr meine Leute sehen, dann Prost Mahlzeit. So. Ja, ich baue gleich einen Laptop. Oh, Polizei hat sich gesehen. Alles schick. Ich wollte eigentlich den Laden erstmal ein bisschen bestücken, bevor wir ihn eröffnen, dass hier schon mal ein bisschen Ware da ist, weil sonst mühlen die. Kunden. Bams, zurückfahren. Gut. So. Sehr schön. Nicht aus. F aussteigen. Sehr schön. Die Kiste noch da. Schick, schick, schick. Na gut. So. Dann schauen wir mal. Ich stelle das jetzt mal einfach so dahin. Das ist auch egal. Ich denke mal, wenn man die Assi, ich glaube, so ein LKW kostet. Kostet 2.500. Sobald wir die zusammen haben, gibt es dann auch schon mal ein LKW. Desto mehr Ware können wir hier durch die Gegend fahren. Also es läuft relativ ruckelfrei. Also da ist jetzt nichts. Das ist schon mal sehr schön. So. Also es läuft stabil. Wenn es jetzt mit dem Speichern und so noch klappt, weil ich weiß, dass bei Factory Runner da war so ein bisschen Hackelein mit dem Speichern. Also, dass das mal abgeklappt ist. Aber das werden wir hier im Laufe sehen. Ja, ja, jetzt nein, was sagen wir mal. Ach so, jetzt ist mein Typi auch nach Hause gegangen. Ah, hier, da seht ihr's. 50 kostet der pro Tag. Oh, das ist gut. Ich muss noch eine Flasche. Okay, auf K haben wir also die Taschenlampe. Die brauchen wir. Also, habe ich den jetzt bezahlt? Was auch immer. Gut. So. Auf alle Fälle müssen wir morgen aufmachen, weil sonst wird unser Kohle ein bisschen knapp. Aber wir haben jetzt auch reichlich Ware eingekauft. Also sollte das eigentlich. Und bei Factory Runner ist es ja so, da musst du die Kunden bedienen, musst dir das Zeug holen. Hier nehmen die sich das, soweit ich das jetzt mitgekriegt. Ja. Soweit ich das mitgekriegt habe, nehmen die sich das Zeug selber und gehen dann halt nur zu dem. Unserem Angestellten hier an die Kasse und zahlen halt. Das ist ein bisschen hin und her, aber wie gesagt, ich mag das. So. Die Leiter können wir auch benutzen. Ich weiß nur noch nicht zu was, aber das finden wir bestimmt auch noch raus. So, zack. So, 23 Uhr und wir haben quasi so F. Ach, die Nudeln. Okay. So, die könnten wir jetzt auch hier hübsch ausrichten, ne? So. Ach nee, das ist Waschpulver. Okay. Ach, es gibt auch noch mehrere Sorten. Hau mich weg.
Also das ist schön schick, dass es auch jetzt nicht nur eine Sorte gibt. Das könnte man jetzt noch hübsch sortieren. Aber wir wollen, das will was anderes. Wir wollen erstmal verkaufen, ein bisschen Kohle machen und dann richten wir den Laden auch hübsch ein, denke ich mal. Wenn ihr Lust habt drauf, natürlich nur. So. Können wir eigentlich auch mal beiseite stellen? Ja, Pulver haben wir. Und Regale. Und natürlich auch Kühlregale. Ach hier, Fisch. Fisch in Dosen. So, dann stellen wir mal da. Die sind ganz schön groß. Schön übereinander. Dose. Oh, egal, stellen wir da rein. Was ist das denn? Ach, Toilettenpapier. Oh, das ist wichtig. Gerade jetzt in der miesen Corona-Zeit brauchen wir natürlich auch Klopapier. Ach, das gibt auch noch verschiedene Sorten. Ui. Da legst du die nieder. Na? Nee, ich will schon dahin. Passt da noch dahin? Nee. Ja, ich weiß. Laptop. Zum Speichern. So, das sollte auch erstmal reichen. Küchenraum. Okay. Habe ich jetzt irgendwo noch so ein Fach frei? Ah, da unten. Mal gucken, was hier drin ist. Man sieht halt von außen nicht, was im Karton ist. Was ist das denn? Aha. Halt, halt. So. Ah, ein paar hin. So. Da können wir uns dann, ich denke mal, später auch ein schönes Lager einrichten. Hm, da. Wie gesagt, das ist so meine Welt. Was ist das denn? Ja, drehen wir mal. Ach so, das ist hier das. Ja, F. Mit F holen wir es aus der Kiste raus. Das ist das Mehl. So. Halt. Nein, kann ich das eigentlich wieder nehmen? Interact. F. Nö, kann ich nicht. Mehl. Duschbrot. Oh, das ist ja eine geile Mischung hier. Von jedem was. Zack. So. Ach, da gibt es auch mehrere Sorten. Okay. Oh, jo. Da haben wir ja schon mal ein bisschen was, was wir unseren Kunden anbieten können hier. So, zack. Oh, das ist jetzt glaube ich Küchenrolle. Oder was auch immer. Oder Windeln. Ah, shit. Okay, da haben wir. Gekauft. Nicht schlimm. Die kriegen wir schon los. Zahnpasta, jawohl. Dann. So. Das passt. Und der Leis. Den Leis können wir auf die Theke stellen. Oh, Alter, das sind ja Tüten. Wie? Große Leistüten. Alter.
Säcke hier. So. Boah, da bin ich noch ein Regal. Wir brauchen noch ein Regal. So. Eben auf meinen Timer nebenbei gucken. Okay. Gut. Ich würde mal sagen, hier geht es dann beim nächsten Mal weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst auch gerne einen Kommentar da. Ich kann auch gerne ein paar Fragen beantworten, weil die anderen habe ich auch mal angezockt. Ansonsten sehen wir uns hier wieder zum zweiten Teil. Und ja, schauen wir mal, wie das hier weitergeht. Die Ladeneröffnung guckt ja. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Es grüßt euch, euer Silver. Ciao, ciao.